Sachen hingehen. Eine Sache, die ich kurz reinwerfen will, weil die auch spielemäßig Bewandtnis hatte, wo wir im Silent Hill Podcast drüber geredet haben, Jacob's Ladder ist Oh, dir angegeben. ja. Den mag ich ja. Jacob's Ich liebe Ladder den 1990 von Adrian Lyne, der eher, glaube ich, andere Arten von Filmen, nicht unbedingt der Horrorfilmregisseur dann ist, sondern mehr, was hat er gemacht? Ich glaub, Saturday Night Live? Oder? Nee, das hat er nicht gemacht. Nee, aber er hat ja einen Tanzfilm auch gemacht, glaube ich. Erotikfilme gemacht. Adrian Lyne hat auch 9,5 Wochen gemacht. Das war es, 9,5 Wochen hat ja. er gemacht. Also nicht der typische Horrorfilmregisseur, aber Wolf, ich kann dich gerne da ein bisschen ausführen lassen. Erzähl uns ein bisschen was über Jacob's Ladder. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man darüber gar nicht so viel erzählen darf, denn dadurch würde man sich auch einen Teil des Spaßes verderben. Aber ich sag mal so, wer Silent Hill gespielt hat und diese Psychologie logische Art von Horror mag, also dass die Realität in die Albtraumwelt mit überfließt und andersrum, dass man nicht mehr ganz genau weiß, wo bin ich gerade, was passiert und warum passiert das so, was ich gerade erlebe, warum sehen Monster so aus, wie sie aussehen, das hat in der Tat ein bisschen Inspiration gezogen aus Jacob's Ladder. Da geht es nämlich irgendwie auch um einen jungen Mann, der irgendwann, er fängt an, Monster zu sehen in der U-Bahn, ist ganz alleine in der U-Bahn-Station, auf einmal rast so ein Zug an ihm vorbei, wo nur so schemenhafte, schattenhafte Gestalten drin sind. Das sind irgendwie ganz unheimliche Bilder. Die Leute in seiner Umgebung verhalten sich komisch, machen Andeutungen, die er nicht versteht. So langsam fängt alles an, so ein bisschen ins Albtraumhafte zu rutschen. Und wie gesagt, also viel mehr darf man eigentlich nicht erzählen, denn das würde einem wirklich den Spaß verderben. Aber zum Beispiel, wofür Silent Hill ja auch sehr stilbildend dann geworden ist, diese typisch zuckenden Monster mit diesen hin und her wirbelnden Köpfen, so kennt jeder Silent Hill-Fan. Die gab es, glaube ich, das erste Mal wirklich in Jacob's Ladder. Da gibt es so 2, 3 Sequenzen, da sieht er so ein Monster und die haben halt diese rasend schnell hin und her zuckenden, wackelnden Köpfe. Also wer sowohl Silent Hill kennt als auch Jacob's Ladder guckt, wird da, glaube ich, ein paar Parallelen, ja, ich glaub, das, ja, Parallelen das, sehen. Das ist absolut ein Film, den man ein sich ein junger Tim Robbins auch. Ein, oh, ganz, das ganz, ist es eigentlich schon wert, genau, ein junger, dieser ein junger, Jungspund. Ja, Tim Robbins hat ja auch eh immer dann früher auf jeden Fall gut gespielt. Und dann ist er abgeglitten in War of the Worlds und was auch ja, immer. Ja, ist immer noch ein guter. Aber nee, Tim Robbins in War of the Worlds? Ja. Ja. Er und, war und Steven Spielberg Gilby. Ja, genau. Ja, der ja. Typ da in dem Keller. Und ja, unten im Keller, genau, der dann den Freak gespielt krass, hat. Das habe ich voll vergessen. Nee, aber genau das, ich hab zuletzt nochmal reingeschaut und ich bin natürlich mehr jetzt durch Silent Hill geprägt, weil man das ja natürlich eher kennt, als durch den Film, den ich vor Urzeit mal gesehen hatte, war ja schon 1990 rausgekommen. Es ist erstaunlich, wie exakt diese Bildsprache mittlerweile dir schon bekannt ist mit den zuckenden Monstern und so weiter. Und es ist, ich glaube, für jeden Silent Hill-Fan oder der etwas mit der Bildsprache von solchen Filmen, von solchen Spielen anfängt, kann, sollte sich das Ding auf jeden Fall mal angucken. Schon gerade im letzten Drittel, ne, diese Krankenhausszene, da sieht man dann auch wirklich so ein altes, abgeranztes, rostiges, mit Ketten verhangenes irgendwie Sanatorium, wo er dann da auf den Operationstisch gefahren wird. Also es ist schon Silent Hill 1:1. Haben die Macher aber auch immer gesagt. Das ist ja jetzt irgendwie kein Popeye-Ideenklau, sondern haben sie immer gesagt, die haben sich halt von mehreren Sachen inspirieren lassen und Jacob's Ladder gehört auch dazu. Also kann ich auch nur, ist jetzt kein absoluter Oberkracher. So, der und Louis Dauphiné, ne, auch noch. Eddie Fresse. Kann ich aber auf jeden Fall wirklich, der so ein bisschen auf diese Art von Horrorlust hat, empfehlen. Ja. Adrian Lyne natürlich kein typischer Horrorregisseur, aber ein Regisseur, den ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, mit seinen Filmen. Ja, 9,5 Wochen, auch, schon klar. Nein, der andere Regisseur, den ich gerade ansprechen wollte. 9,5 Wochen hat auch mich durch die Pubertät gebracht. Bei mir hat er, glaube ich, die Pubertät ausgelöst. Oh mein Gott, ja. Nein, ich meine eigentlich den Regisseur, auf den ich überleiten wollte. Das ist nämlich ein gewisser Herr Cronenberg, David Cronenberg. Ach. Hier vermeldet auf Platz 83 The Fly. Ja, die Fliege. Ey, geil, habe ich mir auch aufgeschrieben. The Fly, ja. Auf jeden Fall. Einer der besten Horrorfilme. Auch ein, ähnlich wie mit The Thing, ist das auch ein Remake eines 50er-Jahre-Films. In den 50er-Jahren war das natürlich alles noch ein bisschen simpler dargestellt und auch wie bei The Thing wurde das zu einem richtig, richtig guten und neuen Horrorfilm gemacht. Da kenn ich sogar das Original. Ja, ja, ich auch. Ja, jeder kennt das Original, wo der Mann mit dem Menschenkopf und dem Fliegenkörper im Spinnennetz hängt und sagt, Hilfe, Hilfe. Wenn ihr mal meine Mutter schocken wollt, dann sagt es mal in ihrer Gegenwart so ganz leise nur, da flippt die aus. Ey. Ja, wirklich, das kann die überhaupt nicht leiden. Ey. Das hat die voll traumatisiert. Die Grundidee ist an sich total simpel. Also ich weiß nicht mehr, wie es im 50er-Jahre-Original war, aber auf jeden Fall im Neuen ist es ein Experiment, wo sich ein Wissenschaftler beamen will, transportieren will von einem Platz auf den anderen und dazu seinen Körper in Atome zerlegt und die dann wieder zusammenbaut. Und wie der Zufall es will, fliegt in diesen Atom-Auseinanderbauer dann auch eine Fliege mit rein und ist dann aber weg, sobald er sich wieder materialisiert.
analysiert. Bedeutet, seine DNA wurde mit der DNA der Fliege kombiniert. Geile Idee allein schon. Wobei das ja gar nicht so verkehrt ist, denn wir alle wissen, wenn es wirklich sowas wie Beam gäbe, wäre es ja wirklich so, dass die Atome aufgelöst werden und das, was auf der anderen Seite rauskommt, genau, bist ja nicht mehr du, Gregor, sondern eine 1-zu-1-Kopie, weil die Atome einfach komplett neu zusammengesetzt werden. Ja, aber wie ist das dann mit der Seele? Oh, ja, das ist wieder eine andere Frage. Das hätte dann ganz viele Implikationen, was das Geistige dann dort betrifft. Da kann bist ich die Kurzgeschichte Travel nur empfehlen, da geht es genau um die Frage. Aber das nur als Einwand. Auf jeden Fall, ja, Fliege, total geil. Gregor, erzähl doch mehr von die Fliege. Ja, die Fliege sind auch zwei wirklich sehr, sehr große Performances im Film. Einmal von Jeff Goldblum, der mittlerweile ein bisschen mehr so leicht in das so, ja, er ist ein bisschen mehr, ich würde jetzt nicht komödiantisch sagen, er war immer natürlich durchaus in vielen lustigen Rollen dann mit dabei und ein bisschen schräger, wenn er heute dann irgendwas und spielt. Gerade für was gecastet. Genau, für, ne, der hat doch letztens, hat also er noch in diesem extrem berührenden Holocaust über lebender Film mitgespielt. Er hat auch so einen gebeutelten Juden gespielt. Den habe ich nicht mitbekommen. No? Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, aber muss ja, gut. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade für irgendein dickes, großes Projekt gecastet wurde. Ich habe aber schon wieder vergessen. Das könnt ihr mal bei IMDb gucken, müsste er da stehen. Also Jeff Goldblum hat natürlich auch diese Fähigkeiten, dass er da auch nochmal echt gute und ansprechende Rollen dann spielt. Aber Wir gucken jetzt quasi on the fly. Ja, guck mal nach, was ist. Aber ich erzähle mir Jeff Goldblum normalerweise ein bisschen. Da hat er wirklich eine echt gute Performance geliefert als, ich glaube, David Brundle oder Seth Brundle. Genau, Brundle-Fliege. Genau, die Brundle-Fliege. Ja. Wo das Experiment, was er macht, zusammen mit, ich glaube, war Gina Davis seine Assistentin oder was hat sie dort gespielt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hat sie, glaube ich, auf einer Party kennengelernt. Sie ist Journalistin, glaube ich, und wollte halt anfangen, darüber zu berichten, finde es ganz spannend. Dann beginnen die auch ein Verhältnis. Sie wird ja immer weiter mit reingezogen. Genau. Und sie ist auch schwer dagegen, dass er diesen Eigenversuch unternimmt. Denn das muss er auch dazu sagen, das ist auch eine brillante Szene. Den allerersten Test dieser Telebox macht er nicht an sich selbst, das wäre geradezu wahnsinnig, sondern mit so einem Schimpansen. Oh. Er setzt da so einen Schimpansen in die Telebox, schaltet die ein und dann gibt es einen Lichtblitz und er taucht dann 3 Meter später wieder auf. Aber und dann sieht man halt, dass es innerhalb dieser Kammer irgendwie so Qualm gibt, also irgendwie da dampft und raucht. Du siehst aber auch nicht, was jetzt mit dem Schimpansen ist. Da ist so ein kleines Sichtfenster drin, aber du kannst nicht sehen vor lauter Rauch. Und die Kamera fährt so ganz langsam auf dieses Sichtfenster zu. Natürlich willst du unbedingt reingucken und gucken, ob der Affe es überlebt hat. Und wenn die Kamera ganz nah dran ist, klatscht auf einmal so eine blutige, zerfetzte Pranke so von innen an die Scheibe und dann geht das Ding auch auf und du siehst, dass der Affe quasi, naja, so auf links gezogen wurde. Also das Innere des Affen hat sich quasi nach außen gestürmt und dann liegt da nur noch so eine blutige, zuckende Masse und das war dann der erste Versuch der Telebox. Das ist eine sehr krasse, fiese Szene. Ja, und wenn es von da aus dann in den Selbstversuch geht, ne, und du bist dann natürlich mit Erwartungen in deinem Kopf, was da dort alles passieren kann. Es ist ein wirklich fantastisch durchdachter, aufgebauter, sehr clever aufgebauter Film, der nicht dann spart mit Schockeffekten, die dann sein müssen. Also von den ganzen Sachen, die dort drin sind, von übergestülpten Affen und auflösenden Körperteil. Eine Sache, die eine Szene, die ich bis heute nicht angucken kann, ist, wenn Brundle, der natürlich durch die Fliegen-DNA sich jetzt langsam verändert in der Fliege selber, kriegt auch die Fähigkeiten einer Fliege. Er ist überproportional stark, weil Fliegen an sich für ihre Körpergröße. Eine Szene, mit der ich heute, also da muss ich heute auch dann immer vorspulen oder umschalten, da macht er Armdrücken bricht einem den Arm dabei und der Knochen guckt raus. Aber dann. Wie? Und aber wie? Also da das geil ist auch die Szene, wo er merkt, dass er so langsam zerfällt und sich so die Fingernägel so abzieht und dann so wegschnickt. Also dafür ist ja Cronenberg auch echt bekannt. Der war ja großer David Cronenberg, einfach großartig. Ob als großer Regisseur. Body-Horror-Meister. Also was konnte er immer schon gut. Ja, auch die Szene. Das ist mir aufgefallen, wenn die Fliege mal im Fernsehen läuft, das kommt ja alle Jubeljahre mal vor, ist meist die Szene geschnitten, in der man sieht, wie Gina Davis, sie ist nämlich dann irgendwann von Seth Brundle schwanger, natürlich, sie hatten ja ein Verhältnis, dann das Kind zur Welt bringt. Also es ist nur ein Albtraum von ihr. Sie macht die ganze Zeit Sorgen, Gott, wie wird das Kind aussehen? Wie geht's dem gut? Alter, was kommt da jetzt raus? Und dann sieht man in den Albtraum tatsächlich, wie dann so eine unterarmlange dicke Made dann so aus ihr rauskommt und der Arzt hält es so hoch und die Made zuckt dann noch so gut beschmiert im Arm des Arztes. Ganz schlimm, aber die Szene fehlt meistens. Jeder andere
Kram ist ja, drin, so mit den Armen. Ja, Cronenberg ist schon auch ein Meister der Bildsprache, was es angeht. Und um jetzt nicht zu erzählen, wie der neue, wie The Fly jetzt ausgeht. Es gibt auch einen zweiten Teil von The Fly, der echt mit Eric Stoltz, ja, der Daphne Zuniga, also heiß, alte Griechen, muss ich sagen. Ja, der ist wirklich super schlecht. Da hast du auch gesehen, warum Eric Stoltz nicht der richtige Marty McFly gewesen ist, als er ursprünglich gecastet wurde. Unabhängig von Fortsetzungen und anderen Sachen, The Fly kann man wirklich auch heutzutage ähnlich. Denn das muss man auch kurz um das abzuschließen. Ja. The Fly ist halt irgendwie nicht nur mit den Effekten geizer nicht und er ist halt wunderbar eklig und toll gespielt, sondern er hat auch wirklich noch eine tragische und menschliche Komponente. Mhm. Also auch hier wollen wir nicht verraten, was passiert und wie es ausgeht. Jeff Goldblum ist die perfekte Besetzung dafür. Ja, ohne Scheiß. Ja. Der ist es wirklich. Der ist einfach dieser verdammte Wissenschaftler. Und deswegen, glaube ich, wirkt die Fliege auch immer noch nach, weil wenn es wirklich nur so ekelhafter Splatter und so Verwandlungstricks gewesen wären. Wundert mich eigentlich, dass es immer noch kein Remake oder sowas davon. Ich mach noch von jedem. Es ist bestimmt eins angedacht. Das wollte ich vorhin reinschmeißen. Es wird übrigens ein Remake von The Thing nochmal kommen. Nee, das wird aber das Prequel. Da erfährt man dann, was den Norwegern passiert ist. Das ist wieder interessant. Aber und ich nicht weiß, von John Carpenter, oder? Da sitzt Ronald D. Moore dran, der Show-Creator von Battlestar Galactica, der Serie. Und. Halt die Schnauze. Alles gut. Aber ich würde sagen, in diesem Sinne, lass uns eine kleine Pause anlegen und wir kehren zurück und quatschen noch mal ein bisschen weiter mit ein paar Horror. Ach, ich freue mich schon. Ach, ich freue mich auch. Din, 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 din. Buh! Jetzt habt ihr euch aber tüchtig erschrocken, ne? Auch Eddie ist gerade voll zusammengezogen. Ja. Eddie, nicht weinen. Ich bin doch nur euer Wolf. Wolf, weil du immer mich erschreckst. Obwohl du weißt, Wolf ist immer dann der Böse in Horrorfilmen. Sagen wir jetzt was über Filme, wo Wölfe vorkommen. Ich habe neulich, muss ich kurz erzählen, kleine Ausschnitte aus dem Privatleben. Ich habe neulich meine Freundin erschreckt, weil ich liebe es ja, Leute zu erschrecken. Auch wenn ich selber hasse, erschreckt zu werden. Hast du sie morgens geweckt? Nee, pass auf, ich habe gehört, sie war schon im Bett, ich war noch zocken im Wohnzimmer, dann ist sie raus und ich habe gehört, sie geht irgendwie ins Bad, auf die Toilette. Und dann habe ich mich ins Schlafzimmer geschlichen, unter die Bettdecke gelegt, aber die so zusammengeknautscht, dass es halt aussieht, als ob das Bett leer ist. Oh, du Arschloch. Und ich muss immer noch drüber nachdenken, Und ich höre halt, wie sie so langsam, meine Freundin ist super schreckhaft, super Schisser, kann keine Horrorfilme gucken, ohne Witz. Und dann geht sie ins Schlafzimmer rein. Und ich höre, wie sie sich dem Bett nähert und plötzlich mache ich wirklich so den Undertaker-Move, Bettdecke weg und so aufrecht sitzen, ne? Und mache nur so. Bruh! Und die hat so geschrien und die war so fucking sauer auf mich. Die hat, also wirklich, die hat auch noch zwei Tage danach, war die pisst. Und ich, das Schlimme ist, ich habe in dem Moment so gelacht, ich konnte nicht mehr. Das ist das schönste Gefühl, jemanden zu erschrecken. Es war surreal, weil ich wusste, ich kriege jetzt richtig Ärger und ich habe eigentlich, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, aber... Aber du hast gelacht. Aber es war gleichzeitig auch so schön. Du bist bereit, an einer Beziehung zu arbeiten. Ja, genau. Das merkt man. Jeder muss ein bisschen was von sich geben. Nee, das dürfte ich, sowas würde ich nie machen. Dürfte ich gar nicht probieren, ohne Scheiß. Ich habe mal Polen offen. Ich habe mal meine Schwester, da haben wir noch zusammen gewohnt. Das klingt komisch. Also, als ich noch kleiner war und wir alle noch zusammen in der Familie waren, meine Schwester auch wieder gehört, die hat sich dann nachts irgendwie ein Glas Wasser in der Küche geholt und ist dann so durch die Diele gegangen. Da war so eine kleine Ecke, eine Diele, die um die Ecke geht. Und ich habe mich so genau an diese Ecke gestellt, nur hingestellt, mitten in der Nacht so einfach hingestellt. Sie kommt aus der Küche mit dem Glas Wasser, das sie sich geholt hat und ich stehe einfach nur da. Und sie sieht mich, schreit, nimmt das Glas Wasser und schüttet mir das so reflexartig ins Gesicht. Ja, es hätte auch schlimmer gehen. Sie hätte mir das auch, wenn die ein Messer gehabt hätte, hätte mich auch abstechen können wahrscheinlich. Einfach nur aus Reflex. Ja, die Reaktion, die bist du gewohnt von Frauen, ne? Ja. Direkt irgendwie sofort das Glas Wasser ins Gesicht umdrehen und gehen. Direkt dieses, oh Gott, jedes Wochenende. Erschrecken. Läuft jedes Date ab. Ja. Jedes Mal. Mhm. Egal. Gut, dann lass uns doch wieder zurückkehren zu den erfundenen Horrorgeschichten und nicht den echten.